Hallo. Okay, jetzt mal ein richtig, richtig ernstes Video. Ich hoffe mal, mir geht nicht so schnell die Puste aus, sodass ich wieder nicht richtig nachdenken kann. Also mache ich jetzt mal hinne. So, erstens, ich wette, ich gehe euch mit meinen Dusseleien manchmal ganz schön auf den Sack, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Jetzt erzähle ich euch mal eine Sache, die ich eigentlich noch nie jemanden erzählt habe und welcher der Grund ist, warum ich mir angewöhnt habe, Leute zu kopieren. Und das ist der wahre Grund. Und ich habe noch nie darüber geredet, also muss es ja wohl wahr sein. Und zwar war es so, dass ich eigentlich schon seit der Kindergartenzeit gemobbt wurde. Es hört sich jetzt so an wie irgend so eine typische TV-Geschichte. Auf jeden Fall wurde ich quasi, weil ich schon als Kind irgendwie anders war, die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten gemobbt. Ich passte wohl schon damals nicht mehr in die damals nicht mehr in die Generation rein, die allmählich anfing, sich an die Türken anzupassen. Klingt jetzt dumm. Ich habe nichts gegen Türken, die sich gut in Deutschland anpassen und nett zu jeden sind und bla bla bla. Aber ihr wisst, welche Türken ich meine, ne? Also die typisch Türken, die man zum Beispiel im Fernsehen sieht, ne? Und war halt immer so, dass ich gemobbt wurde und dann irgendwann dachte ich mir, also das war glaube ich schon in der Grundschule oder so, da merkte ich so richtig, wie kacke es ist, wenn man die ganze Zeit ein Außenseiter ist. Und dann dachte ich mir, versuch doch mal cool zu werden, indem du anfängst, ihr Verhalten zu kopieren. Ich kann gleich im Voraus sagen, das hat bei mir nie funktioniert. Ich konnte nie irgendwie so sein wie die, das ging einfach nie, das habe ich nie hinbekommen. Egal wie sehr ich es auch versucht habe. Ich kann jetzt vom Glück reden, dass es nicht so ist. Und das ist der Grund, warum ich mir angewöhnt habe, Leute zu kopieren. Leute, über die ich wirklich lache, zum Beispiel PewDiePie, ganz groß, also der ist wirklich einer der, den ich mir verdammt gerne angucke. Und weil ich ihn einfach klasse finde, so wie er ist, habe ich angefangen, ihn zu kopieren. Mittlerweile tue ich das unbewusst. Ich wollte ihn nicht kopieren, aber ich habe es trotzdem getan, indem ich so aus Spaß, einfach so aus Angewohnheit, so seine Sätze nachgeplappert habe und versucht habe, seine Stimme zu imitieren, was ich ja offensichtlich verdammt gut hinbekommen habe, sonst würde sich da nicht rede darüber aufregen. Und ja, das ist eigentlich das gesamte Problem bei mir. Ich kopiere sie mittlerweile, ohne es zu wissen. Und das ist eine der dummen Angewohnheiten. Und jeder, der dumme Angewohnheiten hat, weiß, man wird sie nicht einfach mal ebenso los. Da können die Leute einen noch so oft schreiben, wie sie wollen, ey, macht das nicht mehr. Man macht es trotzdem, weil man es nicht anders hinbekommt. Ich habe da noch so eine ganz extreme Sache, die ich euch jetzt mal anvertraue, und zwar Fingernägel kauen. Extremer, als ihr es von irgendjemandem her kennt, ich schwör's euch. Es ist bei mir so extrem. Wir haben schon ein paar Mittel ausprobiert und es hat nicht geholfen. Wir haben mir da saures Mittel drauf gemacht. Das war schneller abgenagt, als sie glauben könnte. Das ist echt. Ich kann dagegen nichts machen. Das ist das Problem bei mir. Ich brauche einen eigenen Style und zwar schnell. Aber das geht nicht, wenn mir da meine eigenen Gewohnheiten im Weg stehen. Ich werde irgendwie versuchen, das zu unterbinden, aber bitte. Behaltet das im Hinterkopf und schreibt es nicht mehr. Bitte. Ich weiß, dass ich euch damit auf den Sack gehe, aber ich kann es eben nicht anders regeln. Es ist so. Ich überlege Tag für Tag, wie ich das ändern könnte. Es kommt einfach nichts Ordentliches bei raus. Allerdings scheinen meine Minecraft-LPs euch ja zu gefallen, also werde ich mich so versuchen, ein bisschen an dem Style zu orientieren. Ja. Und ich hoffe, das hat jetzt mal endgültige Klarheit bei euch geschaffen. Und ja. Bis dann. Tschüss.